Was geht hier ab? Hä? Ich kann mich selber anrufen? Alter, du? Jo, was ist das denn? Okay, das Baby können wir auch anrufen. Bauen Celia auch einfach. Ich ruf mal einfach mich selber an. Naja, ich schreib mir erstmal. Jo, hab keine Freunde. Deswegen schreibe ich mir selber. Passiert? Jo, kommt nicht zurück. Was ist das denn? Brudi kann die Nachricht nicht lesen. Was ist denn da los? Was soll das bedeuten? Kommt nix. Ey, ey! Warum? Warum ich keine Freunde habe oder was? Ja, Digga, bin halt krass und keiner ist auf meiner Stufe. Gar nicht abgehoben. Was ist das? Jo, wer ist er denn? Okay, rufe ich mich selber mal einfach an. Oh, Digga, mein Telefon klingelt. Ach so, doch nicht. Hä? Was ist das denn? Okay, Mann, das ist ein bisschen sehr komisch. Yo! Okay, Digga, das ist wirklich komisch. Was zur Hölle passiert denn hier gerade? Ich wasche mir die Hände. Das sieht ganz nach mir aus. Hier steht irgendwas. Beim Händewaschen. Oh, nee, ne? Hä? Was ist das denn? Jo, wie schlecht ist denn das? Oh, das Fenster ist offen, ne? Guck mal hier, das Fenster ist offen. Ja, das ist jetzt nicht gut. Das letzte Mal, wo man mich gesehen hat, oder? Könnte ein Jumpscare jetzt kommen? Vorsicht! Alles cool. Wer ist er da hinten? Habt ihr das Gesicht gesehen? Oh, Alter! Okay, Digga, das kam gerade sehr, sehr ätzend. Wen rufen wir mal als nächstes an? Großer Fuß? Ich rufe direkt an. Wer ist denn Bigfoot? Ist das Bigfoot oder was? Geht nicht ran. Bigfoot hat keinen Bock. Schreibe ich mal dem Baby. Hey, yo, ich soll heute mal wieder auf dich aufpassen. Smiley. Mal gucken, was passiert. Ja, okay, ich glaube, das feiert er irgendwie nicht so. Ich kriege keine Antwort. Was schreiben wir denn? Hallo? Schreiben viele im Chat. Hallo? Ist da jemand? Jo, was ist das hier immer? So eine komische leere Zeile. Hey, ich schreibe einfach wieder, ey. Da muss ja mal was kommen. Ich werde dir meine Träume zeigen. Ja, wann soll ich denn kommen? Leute, das kennen wir ja alle schon von dem Baby, ne? Also Träume zeigen, pipapo. Nein? Wie soll ich jetzt nicht herkommen? Heute frei? Oder was? Das wäre natürlich stark. Ich bin gefangen in dem Körper. Er ist gefangen in seinem Körper. Ich sag mal, wie hieß der noch? Elias. Ich schreibe einfach Elias, stimmt. Wir haben ihn ja umgetauft. Habe ich vergessen. Ich werde dir meine Träume zeigen. Hör mal zu. Ich komme jetzt. Ich rufe jetzt an. Ja. Okay, ich bin FaceTime drin, Leute. Was geht? Oh, Alter, was ist das denn? Hallo? Ich soll hier ein paar Fotos machen. Hallo? Ich soll hier Fotos machen. Habe ich gemacht. Kleiner Mann? Mama meinte heute ganz entspannt ins Betty. Okay. Das ist schon ziemlich gut hier. Hallo, Elias. Na, mein Lieber, wie geht's, wie steht's? Hä, was ist denn mit deinem Kopf los, Bro? Wow, Alter. Okay, ja, das war okay, aber ich will gerne nochmal anrufen. Das hat mir nicht gereicht. Ich rufe nochmal das Baby an. Wir schauen nochmal rein, weil das war mir gerade hier alles ein bisschen zu dünn so. Ich hätte da gern mehr gesehen. Auch vielleicht noch von dem Zimmer oder so. Schauen wir nochmal rein. Keine Antwort. Was ist das denn, Mann? Habt ihr das gerade gehört, den Sound? Ich schreibe nochmal rein. Ist alles okay? Ich habe keine Angst. Ja. Okay, es ist alles in Ordnung. Soll ich dir die Milchflasche bringen, Elias? Seit wann können Babys mit Handys schreiben? Ist neu für mich. Soll ich sie Emily bringen?
Ich wünschte, ich könnte es erzählen. Okay, wir rufen nochmal das Baby an. Geh jetzt ans Telefon, du kleiner Racker. Er geht nicht ran. Oh, doch, doch, doch. Okay. Gucken wir mal, was wir jetzt finden. Was ist das, ein Fernseher? Finden wir hier irgendwas raus? Die Spielzeugkiste ist offen, ne? Aber bisher alles cool. Hallo? Elias? Okay, jetzt bin ich unterm Tisch. Ich muss mich anscheinend kurz verstecken. Ruf großer Fuß an. Ja, ja, wir rufen gleich noch. Was ist da rechts im Bild gewesen? Habt ihr es gesehen? Jo, die Bilder, crazy. Hallo? Elias, kannst du die Tür hinter dir mal auf... Oh, das Geräusch. Der Ofen! Jo, das ist typisch ich. Hab das Baby kurz in den Ofen gesteckt. Wer kennt's nicht? Jo. Jo, ganz locker. Elias, bleib jetzt da stehen! Elias, stehen bleiben, hab ich gesagt! Catnap können wir anrufen. Katzennap heißt er hier. Let's go. Ey, Catnap. Hast du Zeit? Will ich mal vorbeikommen, Digga, wieder in die Poppy Playtime Factory so ein bisschen, ne? Stelle sicher, dass du die richtige Zeit geschlafen hast. Ja, heute ganz gut. 7 Stunden. Jo. Digga, ist das Catnap als Alien? Was ist das denn, Mann? Also da könnte ich safe nicht pennen. Überleg mal. Da kriegt meine Albträume. Den rufe ich an, der kriegt jetzt Ärger von mir, ne? So, Catnap. Jetzt rufe ich den mal an und dann knallt das hier. Hallo? Ich würde gerne mit Catnap reden. Jo, man sieht aus wie ein Dulli, ne? Die roten Augen. Sind gar nicht. Sieht irgendwie überhaupt nicht gruselig aus. Gar nicht. Wer sind denn die eigentlich? Soll das Huggy Wuggy sein? Okay. Guck mal hier. Yo. Was ist denn los? Okay, er steht hier oben am Fenster. Ja, ihr habt dich da schon gesehen, Catnap. Du brauchst jetzt... Komm mal runter hier, wir müssen mal quatschen. Ey, ich hab die Schnauze voll hier mit dir. Okay, vielleicht doch nicht. Kannst du wieder nach oben gehen, Bro? Nein, Catnap, es ist alles gut. Es ist alles gut. Ich hab keine Angst, Leute. Easy. Die Jumpscares sind auch nicht krass. Moin. Das sah aber richtig dumm aus, ne? Weiß ich ja jetzt nicht, was ich davon halten soll. Wir machen mal Bigfoot. Ich schreib mal. Irgendwas. Ich schreib irgendwas. Ich schreib mal einfach nix. Kann ich auch. Kann ich auch, Digga. Nein. Er findet das anscheinend nicht gut. Ich schreib wieder nix. Macht ihr ja immer. Hallo? Auf einmal richtig nett? Komisch, ne? Wer kennt's nicht? Ich schreibe einfach so richtig trocken. Hi. Nein? Wie jetzt? Nein. Jetzt habe ich geantwortet. Jetzt bin ich uninteressant oder was? Fettsack schreibe ich einfach. Ich beleidige ihn. Fettsack. Rufen wir da mal an. Guck dir sein Gesicht an. Wenn mein Kollege so aussehen würde, wird er von mir auch den Fettsack gedroppt kriegen. Wenn er so aussieht. So. Oh, was ist das denn? Alter, was ist das denn? Ist das Bigfoot? Okay, Mann, das ist schon echt ein bisschen gruselig. Oh, jo, der steht da vor der Bude, ne? Leute, macht nicht die Tür auf jetzt. Ich feiere das gerade gar nicht. Jo, was ist denn das hier? Okay, der macht gerade nichts. Wo ist denn der Süße? Hallo?
gleich auflegen. Das war's. Ich bin raus hier. Also das Telefonieren macht ja gar keinen Spaß mit diesem blöden Mann, ey. So, Freunde, ich bin drin. Und es gibt viele Möglichkeiten, was wir jetzt tun können. Wir können den Imogus, McFood klauen, der mir so nichts sagt, Ben, Mami Long Legs, Shrek, schlanker Mann, also wahrscheinlich der Slenderman, und Blue von Rainbow Friends schreiben oder anrufen. Ich schlage vor, ganz entspannt, werden wir uns erstmal den Slenderman vornehmen und ich schreibe ihm. Wir haben jetzt aktuell 3.05 Uhr in der Nacht. Moin, Slenderman. Kannst du meinen Kanal abonnieren? Weil die meisten machen das nämlich nicht. Leute, lass doch mal ein Abo da. Was sagt er? Er schreibt, Leute. Hä? Was ist das denn für ein Bild? Hä? Was ist denn das? Sieht so aus wie eine, weiß ich nicht, wie so ein bisschen Holz oder so. Ein bisschen Stein hier, so ein Riss oder so. Okay, was soll das bedeuten? Mal gucken, was er schreibt. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Bild? Okay, wir haben hier so anscheinend so ein Diner oder so. Ist da irgendwas? Ich sehe soweit nichts. Was ist das denn hier? Super komisch, Leute. Okay. Kannst du nur Bilder schicken? Du Dulli? Mal gucken, was er schreibt. Denome. Ich bin so kalt. Hilf mir. No. Was soll das denn jetzt bedeuten? Hä? Junge, was geht denn jetzt ab? Lass uns gehen, lass uns gehen, lass uns gehen. Hä? Was für lass uns gehen? Wer ist da? Ich check das nicht, Leute. Aber lass uns wandern gehen? Ich will nicht wandern. Ich hab eine Entzündung im Ohr. Ich will jetzt nicht wandern gehen. Können wir auch Maggis fahren? Ich muss das natürlich mal fragen, Leute, ob wir McDonald's gehen können. Dann schickt er mir das wieder. Wieder dieses Ding hier. Okay. Du bist also nicht gefährlich. Dann rufe ich dich jetzt an. Okay. Mal sehen, was er schreibt. Wow, Alter, war das crazy. Okay, okay, okay. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, den anzurufen, muss aber tatsächlich dafür mein Headset kurz aufsetzen. Das geht auch immer ganz kurz, aber danach müssen wir es erstmal wieder abnehmen. Ich rufe ihn einfach mal jetzt an. Hallo? Slenderman? Keine Antwort. Okay, das können wir auf jeden Fall erstmal wieder so knicken. Nun gut, dann würde ich als nächstes vielleicht mal Mama anrufen? Können wir mal machen. Ich rufe Mama an und bin jetzt drin. Ich mag Poppy Playtime. Mal sehen, was sie schreibt. Ich krieg eine Puppe, Leute. Alter, was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Seht ihr das? Diese Augen in der Puppe, Mann. Das ist doch nicht normal, oder wie? Leute, ganz im Ernst, nicht cool. Was ist das für eine Puppe? Sehen, was sie schreibt. Es kommt aktuell nichts. Antworte mir. Oh, sie antwortet wieder. Regel Nummer 5. Schließ niemals deine Tür ab. Okay, meine Tür ist offen. Gott sei Dank. Meine Tür ist offen. Sind meine Babys nicht süß? Ist das hier dein Baby oder was? Wo ist Huggy Wuggy? Hallo? Ey! Ich weiß, wo du lebst. Was für ein Ding? Okay, Leute, jetzt wird's auf jeden Fall gruselig. Ja, wo denn? Ich wette nicht, dass ich's weiß, oder? Stell mal vor. Was ist das denn? Hä? Die hat mir wieder ein Bild geschickt, Mann. Und zwar so ein richtig komisches Bild. Boah, Leute, das fühle ich absolut gar nicht. Okay? Das Bild ist komisch, Mann. Freunde, ich habe hier ein ganz ungutes Gefühl gerade. Yes, Denome, Baby. Was? Woher weiß sie meinen Namen? Ich heiße in dem Spiel hier Denomene, Leute. Woher weiß sie meinen Namen? Woher weißt du meinen Namen? Oh, nee, ne?
Bitte nicht. Zu deinem Zimmer? Ich bin rausgegangen. Digga, das war mir gerade ein bisschen zu gruselig. Lassen wir das. Ich, ehrlich, ich rufe die irgendwann nochmal an. Ist mir verdammt nochmal egal. Ich rufe jetzt erstmal Blue an. Blue, geh mal ran, FaceTime. Hallo? Blue? Was? Seht ihr das da hinten? Was ist das? Leute? Hä? Ich hab nur noch zwei Knöpfe oder so. Blue kommt. Das ist nicht gut. Oh! Nein, ich hab keine Kamera mehr! Nein, Leute, was passiert hier? Ah! Alter Schwede! Was war das gerade? Keine Ahnung. Ich schreibe jetzt einfach direkt mal Blue an und guck mal einfach, was passiert. Blue, warum hast du mich erschreckt? Nein? Wie nein? Hä? Was für nein? Doch, du hast mich erschreckt. Was soll das? Ich rieche deine Angst. Ich hab gar keine Angst. Leute, keine Schwäche zeigen. Junge, was ist das denn? Ist das Talking Ben? Stell dir mal vor, das ist eine Außenaufnahme irgendwie, also so echt, ne? So hat jemand mal seine Puppe aufgenommen. Vor allem das Auge hier. Da noch normal, also was heißt normal? Auch nicht normal, aber das hier richtig schlimm. Wir müssen es cool schreiben, Leute. Soll das mein Teddy sein? Cool bleiben, Leute. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Du hast Angst. Er schreibt nämlich nicht. Oh, was ist das denn? Hä? Okay. Keine Ahnung, was das ist, aber hier sind irgendwie ganz viele Tiere drin. Hab schon Bock auf Ostern. Da isst man ja Lamm und so, Leute, ne? Sag ich jetzt einfach mal. Hab schon Bock auf Ostern. Ich kann dich riechen. Jetzt will er mich essen. Och nö. Hab auch 3 Tage nicht geduscht, Bro. Keine Schwäche zeigen. Was ist das? Digga, das sieht ja fast genauso aus wie mein Fenster. Bro, mach mir keine Angst jetzt. Ist nicht mein Fenster. Leute, chillig bleiben. Ich muss dann auf. Langweiliger Chat. Leute, absolut nicht. Aber ich glaube, er weiß das nicht, oder? Er. Feuerwehr. Wir reimen das einfach. Digga, was ist das denn? Ich geh auf. Muss los. Ciao. Hä? Was ist das? Hört ihr das? Wir haben hier eine ganze Liste von Leuten. Und wir haben das letzte Mal auch Blue angerufen. Und ich glaube sogar auch den Slenderman und so. Ein paar Leute sind da nicht rangegangen. Einige haben komisches Zeug geredet. Jetzt allerdings fangen wir erstmal mit dem McFood. Okay, okay. Also, wir sind jetzt anscheinend beim McDonald's-Clown. Kann das sein? Okay. Ich schreibe ihm einfach erstmal eine Nachricht. Moin, Diggi. Hätte gerne 20er Nuggets und ein Big Mac, Brudi. Was schreibt er? Du gehörst jetzt mir. Was? Nee, Alter, gar keinen Bock auf Junior-Tüte. Ich hätte gern mein Essen. Mal sehen, was schnackt da? McFoodie-Clown? Ey, mein Essen. Er antwortet nicht mehr, Leute. Oh, er antwortet doch wieder. Bestellnummer 16515604448. Boah, das ist eine ganz schön lange Bestellnummer, ne? Warum muss ich jetzt so lange warten? Geht das auch ein bisschen schneller? Komm schon. Ich hab richtig Hunger, Leute. Jedes Mal McDonald's warten. Was schnackt da? Ich bekomme ein Bild von einem ganz komischen McDonald's. Was ist das denn? Ganz schön dunkel hier. Ist es 3 Uhr nachts im McDonald's?
Anscheinend schon, Leute. Wir sehen 5 nach 3. Ich habe einige geile Pommes. Boah, Digga. Bitte mit Mayo, wenn es geht. Ich hoffe, er macht. Oh, es kommt eine Antwort. Alter, was ist das denn für ein Schimmelburger? Junge! Alter! Pack den Scheiß da wieder ein, Digga! Ey, ist das widerlich, Leute. Der verarscht mich doch. Das ist doch ein Schimmelburger, oder was? Das ist eine Sprachnachricht. Was? Hört ihr da? Bruder! Das ist ja dieses ganz andere Ding. Junge! Jetzt gib Essen und dann gehe ich los. Leute, ganz schwieriges Thema jetzt hier. MacFood klauen? Mir reicht's langsam. Du Dinger, das Alter. Boah. Leute, es reicht. Ich rufe da jetzt an. Geh ran. Food klauen. Geh ran. Kein FaceTime. Er geht nicht ran. Er ist dran. Was ist das denn? McDonald's klauen! Keine Ahnung, was das gerade gewesen ist. Anscheinend war Ronald McDonald richtig sauer. Ist okay. Wie wär's, wenn ich erstmal Blue schreibe, was hier eigentlich los ist, Diggi? Ronald McDonald gönnt keine Bestellung. Was kann ich machen? Mal sehen, was Blue antwortet. Was ist das denn? Blue, was schickst du mir da für einen Scheiß? Junge, ich hab Hunger! Leute, also das kann doch nicht sein, dass der mir jetzt so einen Müll hier schreibt, oder was? Okay. Also mit Blue reden bringt nichts. Wie wär's, wenn ich mal Talking Ben anruf? Benny? Benny Boy? Okay. Okay, Benny hat aufgelegt. Er scheint so, als er da hinter seinem Sitz war, dass er ein bisschen schüchtern gewesen ist. Kein Problem, Benny. Ich schreib dir einfach mal. Moin. Alles cool bei dir? Geiles Profilbild, Bro. Ja, sein Profilbild ist gar nicht cool. Nein. Was? Es ist nicht alles gut? Was los, Mann? Stress mit der Freundin? Ah, Digga, du weißt ja, wie das bei Bros ist, ne? Immer Stress mit der Freundin. Na, na, na. Okay. Hör mal zu. Du bist ein Guter. Ich mag dich. Digga, rede mit mir! Ey! Ich rufe an, okay? Ich rufe an! FaceTime, Diggi! Ja, ich muss aber FaceTime anrufen. Okay, was ist das denn hier für ein Käse? Oh, Junge, da stinkt hier alles drin. Nee, Ben, du kannst es nicht mal verziehen, Junge. Ich habe dich gerade fotografiert. Weiß ich mein. Okay, er ist weg, Leute. Anscheinend. Jetzt ist er wieder da. Ich habe direkt ein Foto gemacht. Wieder mal. Ist er da hinten im Bild? Dann ist das Bild genau angucken. Ich mache einfach Fotos. Wow! Uff, Leute. Okay. Also, Ben war, glaube ich, nicht so begeistert, dass sie gerade da waren. Was ist denn, wenn ich mal Mama anrufe? Ich rufe einfach nochmal Mami Longlegs an. FaceTime einfach anrufen, mal gucken, was passiert. Wenn ihr andere Games... Hallo? Mama? Gar kein Bock. Was ist das denn? Mama? Wow! Okay, das war auf jeden Fall gerade, also ganz ehrlich, ne? Oh, das ist nicht cool. Wie wär's denn, wenn ich nochmal Blue anrufe? Einfach um der alten Zeiten willen, klingeln wir da nochmal rum. Obwohl, Leute, wen wir noch nicht angerufen haben, ist der Slenderman. Ich weiß halt nicht, ob er rangeht. Beim letzten Mal, wir haben noch eine Folge gemacht, da haben wir den Slenderman nicht ranbekommen. Da ist er. Der Slenderman ist hier. Genau gucken, Leute. Moin, Slenderman. Was läuft, Bro?
Ich fotografiere einfach. Okay, wir haben den Slenderman irgendwie gut fotografiert, aber jetzt werden wir RIP sein, oder? Jetzt sind wir safe RIP. Wir sind safe RIP! Slenderman! Nein! Nein, nein, nein! Ich bin so dead. Wow! Ich rufe, glaube ich, nochmal Schreck an, oder? Ich schreibe ihm erstmal, Leute, weil ich noch nicht so weiß, wie er drauf ist, aber es, ja, es geht los. Moin, Schreck! Ich schreibe ihn mit Absicht falsch, Leute. Er heißt eigentlich Schreck, aber ich nenne ihn Schreck. Mal sehen. Oh Gott! Was ist das denn? Der schickt mir da irgendwie, Alter, so ein Bild von einem, irgendwie so, eine, so einer Knastzelle oder was? Ist das dein Zuhause? Oh, ich habe, glaube ich, falsch geschrieben. Das habe ich jetzt unabsichtlich falsch geschrieben. Also, ja, ist auch egal. Sorry für meine komischen Schreibfehler, Bro. Kommt nochmal ein Bild. Ja, was ist das denn? Was ist denn das für ein Bild? Ey, Schreck! Antworte mal! Oh, Leute, guckt euch eigentlich mal sein Gesicht an, ne? Ist der Typ eigentlich ein Psycho? Wo ist mein Esel? Er fragt mich echt, wo ist mein Esel? Woher soll ich das wissen? Hä? Er schickt mir wieder das Bild. Hör auf, mir die gleichen Bilder zu schicken, du Esel. Wir gucken mal. Gott. Jetzt kriege ich ein Bild sogar von der Innenseite. Egal, ich rufe Schreck einfach mal an, Leute. FaceTime, let's go, Schrecky Boy. Was geht ab? Geh mal ran da. Okay, ich bin anscheinend im Elfenwald oder so. Da ist Schreck. Oh! Wow! Ich rufe ihn wieder an. Das war mir zu blöd hier. Okay, Leute, ganz schneller Call jetzt mit Schreck. Geh ran. Keine Antwort. Der geht nicht mal ans Telefon. Ich weiß auch nicht, was das für eine Aktion war, ganz ehrlich. Ja, Leute, was geht? Ich bin der Klassenclown. Und herzlich willkommen zu einer Runde Mo. Wir fahren mit dem Schulbus und Saul Goodman, Aftersense, LVNQ und ein paar anderen Leuten direkt mal los. Und da hinten sitze ich, auch ganz entspannt. Ich bin gespannt, wo es heute hingeht. Aber Leute, ich werde der Klassenclown. Und da sind wir auch schon. Ich habe anscheinend die Möglichkeit, einen Spind hier zu öffnen. Und ich habe sogar eine kleine Schleuder. Okay, das ist ziemlich cool. Meine Schleuder ist auf jeden Fall dabei. Die habe ich mal direkt mit in die Schule genommen. Aber, ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, was hier so läuft. Also es ist so eine Art Roblox-Story, kann man fast sagen. Da waren jetzt so ein paar Spinde. An denen konnten wir jetzt erstmal so nichts machen. Ich mache jetzt erstmal alle auf. Guck mal rein, aber es scheint so, als wäre da jetzt erstmal nichts los. Doch, da oben. Ich habe Geld gefunden. 4 Moneten. Ey, Lehrer! Okay. Gib mir dein Pausengeld, wenn du durch willst. $20? Können ins Gym gehen für $20. Okay, krass. Wenn wir uns hier hinsetzen, wäre natürlich nicht schlecht, denke ich mal. Aber wir nehmen jetzt erstmal ein paar Sachen mit. Da ist doch mehr Geld. Oder das ist doch mehr Geld gewesen. Okay, ich habe $15. Oder ich setze mich natürlich in die hinterste Reihe in der Klasse. Wisst ihr, wie ich meine? Ich nehme meine Slingshot aus mit der Tomate und schieße die dem Lehrer einfach ins Gesicht. Genau so geht's. Ey! Okay, wir hören auf. Sonst gibt's doch vielleicht Stress gleich. Gar keinen Bock. Okay, wir sind jetzt in der Geschichtsklasse. Sonst hinletzen. Und wenn wir lernen, dann fördert das so ein bisschen unsere geistige Gesundheit. Ey, hör mal auf damit! Du verdammter Lappen! Können wir runterspringen? Okay, wir können uns also in dieser Klasse benehmen wie sonst wer. Es gab hier eben gerade so ein bisschen irgendwas dazu oder sowas, ne? Aber sonst an sich, also ich kann von hier zumindest die Schränke aufmachen. Okay, der Geschichtsunterricht ist, glaube ich, vorbei, oder? Wir können aufstehen. So, wir können zur Cafeteria gehen und da uns erstmal ein wenig entspannen. Kaffee und so weiter können wir uns hier mitnehmen, aber das brauche ich jetzt erstmal nicht, denke ich. Mülleimer ist auf jeden Fall, denke ich mal, nichts da. Okay, gucken wir mal weiter. Vielleicht ist hier irgendwo noch Geld. Ich hätte halt echt Bock, in die Gym-Class zu gehen. Für $20, weil ich halt nicht weiß, was da drin ist. Oh, was ist das da oben?
Ich habe einen Hammer gefunden. Geld und Baseballschläger. Also Baseballschläger würde ich auch eher als einen Hammer nehmen. Wir haben $20. Das heißt, wir können in die Gym-Class später gehen. Jetzt müssen wir allerdings schon mal in den nächsten Unterricht. Und jetzt fängt's an. Wir müssen jetzt erstmal lesen. Okay. Ah, okay. Also wenn wir Essen finden, ist alles cool. Ich bleib mal wieder hinten sitzen. Setz dich einfach mal hier hin. Und schieß mal. Ein bisschen. Mit dem Ding, da die Lehrerin hat. Guck mal. Oh, ist das cool, Leute. Hörst du mal damit auf, du Kleiner, ansonsten nachsitzen. Oh Gott, Leute, oh Gott. Okay, tut mir leid. Wer war das von euch? Wer? Ich weiß nicht. Ich weiß wirklich nicht. Leute, lasst ganz schnell raus hier. Oh Gott. Ey, macht sowas bitte niemals nach, ne? Oh, wir können jetzt gehen. Die Schule ist vorbei. Wir machen uns mal auf die Socken. Wir verziehen uns mal einfach ein bisschen. Und da hinten ist der Ausgang. Oh, wie geil, Leute. Let's go! Freiheit! Ferien! Oh nein. Oh nein. Wir müssen in extra Unterricht gehen, oder? Dann gehe ich da jetzt rein. Oh. Och Mann, gar kein Bock. Was ist jetzt hier los? Der hat einen Hammer dabei oder was? Können wir jetzt hier Scheiße bauen? Ey Leute, ich habe eine geile Idee. Wollen wir vielleicht hier so lange bleiben? Oh, oh Gott, der Nachsitzlehrer, ne? Sollen wir jetzt wirklich hier bleiben? Oh oh. Die Geschichte des Psychomaskottchens? Was bedeutet das? Das Mo? Ich bin gerade Mo ist! Tomatenschlacht! Tomatenschlacht! Wir fragen uns halt gerade, wo der Lehrer so ein bisschen bleibt, ne? Hier ist nur so ein verrücktes Buch. Man kann da nicht mal rausspringen. Leute! Weg vom Buch oder ich schlag euch mit der Basie! Soll ich dir mal einen an die Nuss geben und. Bam! Okay. Wir lesen uns jetzt mal das Buch da durch, ne? Oh, das Maskottchen liebt es zu spielen. Jetzt, wo die Schule vorbei ist, ist das Ende des Tages. Es ist Zeit, für Studenten nach Hause zu gehen. Wollte ich ja gerade machen. Aber Mo, das Maskottchen, bleibt hier. Schüler, die sich fehlverhalten haben, bleiben nach der Schule. Das ist wo... Oh nein. Das ist, wenn Mo am schlimmsten wird. Aufhört uns Studenten verfolgen. Niemand kann Mo entkommen. Was? Leute, Mann. Ich glaube, wir müssen hier mal ganz schnell raus. Was ist denn das? Hier läuft irgendwo ein böses Maskottchen rum anscheinend. Will Mo uns umbringen? Nein, oder? Digga, seht zu. Ich will jetzt gehen. Können gehen, Leute. Perfekt. Dann würde ich mal sagen, verpieseln wir uns mal ganz schnell. Und gehen einfach nach draußen. Was ist das denn? Das Ding hat ja 3 Schlüssel. Das ist ja abgeschlossen. Hä? Leute. Was passiert jetzt? Oh, nö, ne? Das ist gar nicht gut. Ich glaube, ist nicht gut, diese. Ich weiß nicht. Also, wir brauchen anscheinend 3 Schlüssel, um diese Tür hier aufzumachen. Habt ihr das gehört? Hallo? Mo hat 3 Schlüssel versteckt. Wir müssen sie finden, um die Tür zu öffnen. Okay. Die Schlüssel sind jetzt anscheinend in diesem Locker versteckt. Da sind überall Laser. Oh, nee, ne? Mo hat das Schul-Security-System infiltriert. Viel Glück. Und seid vorsichtig. Wir sind nicht alleine. Okay. Gut zu wissen. Habt ihr es gesehen? Da war Mo. Oh, nee. Oh, Gott. Alter! Ich habe einen blauen Schlüssel. Ah! Da war Mo. Da war Mo gerade drin. Ich habe den nächsten Schlüssel gefunden. Okay, wir müssen jetzt sehr aufpassen, Leute. Wir müssen sehr, sehr aufpassen. Alright. Ich glaube, das war gerade mal die erste Runde. Ich trinke mal ganz schnell einen Kaffee. Was? Wir müssen noch mehr finden? Oh, das ist gar nicht cool, ne? Okay, der Red Key. Wir können jetzt gehen. Anscheinend. Was? Wir können echt raus. Let's go.
einer ist gestorben. Ich mach mich einfach mal auf den Weg, ne? Was ist das denn hier? Guckt euch das mal an. Die Map ist ja noch voll groß. Warum zur Hölle? Wo geht's denn eigentlich jetzt hin? Hey, da hinten, halt mal den Rand da. Ich schieß sie ab, Leute, mit Tomaten. Wir sind wieder in der Schule anscheinend. Guten Morgen. Herzlich willkommen zurück in der Schule. Was? Was? Wir müssen hier schon wieder hin? Digga, gar keinen Bock. Also heute müssen wir uns, glaube ich, gut benehmen, oder? Damit wir diesen Nachsitzkurs entspannt machen. Er will hier $20 haben. Ja, in $20 gegeben. Kann ich dann trainieren, oder was? Geil. Ja, let's go. Oh, da ist eine Brechstange. Nehmen wir mal mit. Ah, ich kann hier so ein bisschen Leben bekommen. Mhm. Das finde ich cool. Okay, wir gehen mal in die Computerklasse. Man kann da halt rein und dann quasi so ein bisschen... Ah, okay. Was ist das denn hier? Right. Ich gehe mal einfach an den PC, oder? Gehen wir doch mal darauf. Wir kommen. Memorize Order. Okay, wir müssen also die richtige Reihenfolge jetzt quasi uns merken. Hä? Das war falsch? Oh Gott, bin ich dämlich. Leute, ich bin der dümmste Idiot. Ich dachte, die kommt noch, die Reihenfolge. Ich wusste nicht, dass die das schon war. Och, Mann. Ich denke mal, ja, wir haben auf jeden Fall einen Kaffee gefunden. Der wird uns ein bisschen Geschwindigkeit geben. Ich setze mich mal einfach hier hin und lerne. Ne? Also lernen bringt uns quasi Energie wieder. Auch nicht schlecht. Lernen ist ja eigentlich auch wirklich gut, Leute. Ne? Von daher passt es. Und es hat wieder geklingelt. Wir können raus. Und Lunch startet bald. Ich gehe jetzt aber direkt mal hier rein. Und werde hier mal direkt trainieren gehen. Oh, das habe ich heute schon gemacht. Okay, man kann das nur einmal machen. Ist in Ordnung. Dann gehen wir doch mal direkt zum Lunch. Und holen uns vielleicht nochmal das ein oder andere zu essen. Vielleicht. Ich soll kurz gucken, ob hier noch Geld irgendwo drin ist. Hat hier ein Schüler seine Kohle verloren? Nur mal so. Anscheinend nicht, okay. Verdammt, Leute, ich bin so pleite. Aber das bringt halt nichts, wenn wir uns hier hinsetzen, oder? Okay, dann müssen wir tatsächlich erstmal warten. Die Tür ist zu. Die Tür ist zu! Hä? Was bedeutet das? Okay, was zum... Jemand schlägt gegen die Tür. Wow! Die Footballklasse! Der Kapitän sieht richtig wütend aus. Boah, Leute, haben wir jetzt eine Schlägerei mit dem Footballteam? Da hat jemand was aus meinem Split geklaut. Oh, Leute! Wir sind gerade... Oh Gott! Wir sind gerade in Pausenraum gelaufen! Uff! Oh Gott! Digga, die wollen richtig miese Boxerei jetzt! Schlag die Footballklasse zusammen! Oh, jo, habt ihr das gesehen? Die rennen sogar hier und machen Taglings! Muss man den Football-Boss verprügeln? Oh Gott. Safe. Safe. Man muss den Football-Boss verprügeln. Oh, der ist echt stark, ne? Der ist echt gut stark, Leute. Digga, schlag doch mal auf den Football-Boss drauf. Die Leute sind so dämlich. Oh, verdammt! Ich hab so kassiert, Leute. Ich hab so kassiert. Uff. Schlag mit drauf, diesen verdammten! Wir haben den Football-Captain erledigt. Ey, was war das hier gerade? Wie viel halten die bitte aus? Verdammte Football-Klasse! Also, ich bin mental richtig angeschlagen, ne? Was passiert hier alles? So, die sind fertig gemacht. Alter, wir waren gerade noch im Unterricht. Plötzlich sind wir hier in der Kantine und es gibt hier eine richtig dicke Schlägerei mit der Footballmannschaft. Wir sollten hier mal erstmal rausgehen, ey. Boah. Na, wenn die das halt so wollen, kriegen wir halt mit Basie rein, ne? Wo geht's hin? Mathe startet. Okay, wir gehen mal in die Mathe-Klasse. Jetzt setzen wir uns mal lieber hin und lernen ein wenig, ne? Besser ist das. Okay, wir sind fertig mit dem Matheunterricht. Klasse ist wieder entlassen. Und wir können jetzt direkt wieder gehen. Wehe, wir müssen heute wieder nachsitzen. Ich finde, wir hatten mit der Footballmannschaft schon genug Ärger am Hals. Nope. Oh, Mann. Oh, wir müssen schon wieder. Oh, nee, ey. Warum müssen wir denn nachsitzen? Ich habe dieses Mal alles richtig gemacht. Nur weil ich dem Footballschüler mit der Basie ein bisschen eins ins Gesicht gegeben habe.
Och Mann. Willkommen zurück zum Nachsitzen. Morgen müssen wir das letzte Mal nachsitzen, okay? Warum müssen wir denn eigentlich dreimal nachsitzen? Wer hat uns dreimal nachsitzen gegeben? Kann ich dafür wenigstens einen Grund haben, warum ich heute nicht rechtzeitig aus der Schule komme? Oh nein, Mo ist schon wieder drin, ne? Oh, wir müssen einen anderen Weg hier rausfinden. Dieses Mal läuft Mo durch den ganzen Gang. Gar kein Bock. Ugh. Wir sind anscheinend auf dem Spielplatz jetzt und können hier so ein bisschen quasi auf diesem Spielplatz einfach spielen gehen, okay? Bin hier aus dem Fenster rausgeklettert? Kommt da nicht mehr raus, ne? Kommt nicht aus dem Fenster. Wow. Okay. Wir sind also anscheinend durchs Fenster raus. Und ich würde jetzt mal auf die Schaukel gehen. Oh, cool. Oh, oh. Guck mal! Mo steht da am Fenster! Hallo, Sheila! Ich hab mich gefreut, dass ihr die Schnitzeljagd gestern sehr gut fandet. Was spielen wir heute? Suchen und Verstecken? Ich gebe euch einen kleinen Start. Was für ein Ding? Suchen und Verstecken? Hä? Hä? Was ist das denn? Hey, warte mal! Oh mein Gott! Der Hase kommt! Der Hase kommt, Freunde! Oh mein Gott, der Hase kommt! Gar nicht cool. Wir rutschen, wir rutschen. Hä? Hä? Hey! Der Hase! Ich bin irgendwie raus. Aber die Erinnerung hat mich für immer geholt. Guck mal, wie wir hier hängen. Alter! Ich weiß nicht, ob andere Spieler das überhaupt überlebt haben, Freunde. Aber ich glaube... Wie hat Mo uns da gerade fertig gemacht? Ich denke mal, wir gehen jetzt wieder zum Schultag, oder? Boah. Willkommen zurück zur Schule. Für den letzten Tag werde ich meinen Kaffee auf jeden Fall zücken, denke ich. Wir müssen jetzt nur ein bisschen gucken, dass wir uns gleich für die 15 Dollar vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen was in der Cafeteria holen, ne? Auf jeden Fall können wir ins Gym gehen und heute, glaube ich, trainieren. Das ist das Erste, was wir machen könnten. Was ist das denn für einer? Ey! Ratte, Alter! Ich gehe erstmal im Gym jetzt ein bisschen pumpen. Oh, es klingelt. In welchen Klassenraum geht's? Geschichtsunterricht. Alright. Dann setzen wir uns mal lieber am besten gleich mal wieder hier hin und sorgen einfach dafür, dass es uns gut geht. Okay, wir sind hier soweit auch fertig. Können jetzt wieder in die Cafeteria gehen. Das hat jemand sogar eine 2+ bekommen. Mhm. Und ich würde sagen, ich hole mir jetzt nochmal eine fette Hähnchenkeule. Geil. Die wird jetzt erstmal schön weggesnackt. Sehr, sehr cool. Warum sind hier eigentlich ständig irgendwelche Schüler, Mann? Schlag den zusammen. Den verdammten Hund. Was soll das, ey? Gib mir dein Pausengeld, Junge. Was habe ich eigentlich für eine Note gekriegt? Gar keine, so wie es aussieht. Nice. Okay, ich denke mal, dann dürfen wir wieder in die nächste Klasse gehen. Ich sage, es ist Chemie. Perfekt. Ist es sogar. Sehr geil. Boah. Okay. Ich mix jetzt hier irgendwas. Oh Gott! Oh verdammt, Leute! Ich muss hier also orange, gelb, grün, pink. Oh, orange, gelb, grün. Orange, gelb, grün, rot. Mann! Orange, gelb, grün, blau. Also es reicht. Das kombiniert sich ja schon mal gut. Und das hier und das. Jawohl. Oh, ich habe eine geile Flasche gefunden. Was habe ich da gemixt? Nice. Wenn wir das werfen, passiert irgendwas ganz Schlimmes anscheinend. Okay, gut. Dann werfe ich das jetzt erstmal, glaube ich, lieber nicht. Ne? Gott sei Dank habe ich hier den richtigen Trank gebraut. Wir können jetzt auf jeden Fall rausgehen. Wir haben Chemikalien abgezogen und jetzt dürfen wir wahrscheinlich wieder raus, ne? Nice. Dann würde ich sagen, nehmen wir das doch mit nach Hause und werfen damit nochmal irgendjemanden einfach ab. Einfach so, Leute. Einfach so. Wir müssen ja noch nachsitzen, stimmt. Er liegt. Du Verdammter! Netter Versuch.
Okay, dafür ist die Slingshot ganz cool. Wir sind jetzt nur noch zu viert. Es haben schon reichlich viele Leute nicht mehr überlebt. Sind jetzt wieder beim Nachsitzen, es ist wieder dunkel. Dieses Mal sind die Fenster verriegelt. Ich guck schon mal. Vielleicht müssen wir heute nochmal aus dieser Tür raus. Bitte. Hier steht, ich komme jedes Mal zu spät zur Schule. Leute, tatsächlich ist mir das in der Vergangenheit in der Schule wirklich häufig passiert. Ich bin immer 1, 2, 3, 4 Minuten zu spät gekommen. Ich weiß auch nicht warum. Wenn ihr das kennt, Hashtag zu spät in die Kommentare rein. Oder wenn ihr was anderes habt, was euch immer in der Schule passiert, schreibt es gerne mal rein. Oh. Mo ist hier irgendwo. Wenn man ihn sieht, müssen wir uns direkt verstecken. Ich gehe hier rein. Oh Gott. Ich habe mich im Spind versteckt. Nice. Kommen wir hier wahrscheinlich jetzt einfach raus, oder? Tatsächlich. Leute, let's go. Nope. Wir sind raus. Hä? Warte mal ganz kurz. Warum kommen wir nicht mehr aus der Schule? Easy, schreibt er auch noch. Nein, Bruder, ist nicht easy. Komm auch nicht mehr in die Schule rein. Was wird jetzt hier passieren? Das Tor. Ich glaube, gleich kommt Mo, oder? Ja, Mo kommt! Wow, was geht denn jetzt ab? Oh Gott! Nein, nein, nein! Hallo, Mo! Ich hab nichts getan. Ich habe entschieden, ein letztes Spiel mit euch zu spielen, bevor ihr euer Nachsitzen beendet. Das Spiel heißt Kämpfe bis zum Tod? Oh, nee, ne. Ich kämpfe bis zum Tod, nicht... Mo? Oh, ich bin so ein Dämlack, Digga. Ich hab jetzt diese Flasche geworfen. Oh, nein. Ich hab die Flasche geworfen und ihn nicht getroffen, Mann. Ich bin so ein Idiot. Okay? Ich kann ihn die ganze Zeit abschießen. Das ist ganz gut, dass ich hier dieses Ding dabei habe, Leute. Dadurch, denke ich mal, bin ich auch derjenige, der Mo am meisten Schaden zufügt. Das meint er jetzt aber gerade richtig ernst, oder? Okay, wir gucken mal. Bis wohin gräbt er sich? Oh Gott. Ganz schön viel Damage, was er da macht. Alter, ist das stark, was der macht. Alter, ist das stark. Oh, oh. Er hat sie nochmal gedreht. Wir haben ihn gleich. Jetzt kriegt er von mir. Jetzt kriegt er von mir. Jetzt kriegt er von mir. Er ist weg. Wir haben Mo besiegt, oder? Alter Leute, was für ein mieses Ding. Puh. Mo ist tot. Wir haben es geschafft. Ey, lass uns direkt abhauen. Ich gehe nie wieder in die Schule, Alter. Gott sei Dank sind jetzt Ferien, Leute. Gar kein Bock. Das war's mit Mo's Akademie. Jetzt sind wir nämlich alle hier und schlafen. Und wie man sieht, kommt irgendetwas Mystisches da unten raus. Und yo, können wir ganz kurz darüber reden, dass wir eigentlich alle gerade einen Filmabend machen? Voll nice. Und wir gucken anscheinend Football. Auch nicht schlecht. Wo geht das Viech hin? Also irgendjemand kriegt jetzt den Parasiten ab. Also irgendwie so ein Regenbogencharakter, der den Parasiten geschluckt hat. Guck mal. Junge, der war richtig am Abzittern. Eine Stunde später. Er ist weg. Er ist weg. Es gibt ab, also Fußabdrücke, Schritte. Über der Wand. An der Decke. Yo, was ist das denn? Okay, das sieht alles ein bisschen komisch aus. Ich muss sagen, der Regenbogencharakter sieht jetzt echt scheiße aus mit dem Tausendfüßler. Hat er sich genau den Falschen rausgesucht. Das, soll uns aber jetzt nicht hindern. Leute, macht euch auf die Socken. Der Tausendfüßler ist uns. Wir müssen jetzt Werkzeug finden, Schlüssel, alles mögliche. Also strengt euch an und vor allem lauft immer schön smart. Ihr müsst wirklich gut arbeiten jetzt. Nein, hier kommen wir. Oh, was ist denn hier? Verdammt, ey, wir brauchen für irgendwas einen Hammer. Alter, hier muss doch irgendwo was sein. Da hat jemand einen roten Schlüssel gefunden, das ist gut. Der rote Schlüssel ist da. Wo ist der Tausendfüßler? Ich habe ihn noch nicht gehört.
Man kann hier eine Tür aufmachen. Okay. Hier muss ein Benzinkanister hin. Verstehe. Hä? Hast du das gehört? Alter! Der wird länger, je mehr Leute er isst. Nur mal so. Dieser Tausendfüßler wird immer länger, je mehr Leute der aufgegessen hat. Da ist der rote Schlüssel. Jamie, zieh durch. Nein, Rainbow Friend. Vorsicht, Vorsicht. Nein! Er ist tot. Boah, Digga, er wurde jetzt schon das zweite... Also, in der letzten Folge, Leute, da haben wir als... als Spinne gespielt. Da ist er direkt gestorben. Nur mal so, ne? Ist ein bisschen sad. Aber was willst du machen? Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder den roten Schlüssel in der Gewalt. Das Viech ist ja richtig schnell. Alter, hast du das gesehen? Yo! Speedy Gonzales oder was? Oh, nee. Und dead. Da ist schon der nächste dead. Ja. Alles klar. Ganz schlecht. Verdammt! Hä? Was? Warte mal ganz kurz. Warum ist denn der Typ so riesig? Okay, Jamie, wir haben jetzt ein kleines Problem, Alter. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt hier läuft. Okay, lass mich überlegen. Wir müssen irgendwie... Da. Nimm die Benzinkanister mit! Perfekt, Jamie! Wow! Das war richtig knapp, Leute. Der wurde fast aufgegessen. Warum ist denn eigentlich der Tausendfüßler so schnell? Bist du Er ist doch Runner geworden, oder was? Irgendjemand hat eine Tür geöffnet. Ist hier noch jemand? Usref! Da ist der... Nein. Oh, die sind entkommen. Wie zur Hölle habt ihr das gemacht? Frag ich mich. Absolut geisteskrank. Okay, wir haben den blauen Schlüssel. Der connectet hier rein. Ich mach auf jeden Fall hier schon mal alles fit. Okay, das ist ganz schlecht. Wo geht das Ding hin? Irgendwas wurde geöffnet. Wo ist der Tausendfüßler? Ich höre ihn nicht. Hört ihr das? Der Tausendfüßler! Hier war er irgendwo. Okay. Wow, ich muss laufen! Junge, wo kamst du denn her? Alter, ich hatte gerade Herzinfarkt seines Todes. Uff. Anders krass. Okay. Wir sind jetzt hier unten. Also hier war ich tatsächlich auch noch nicht. Oh Gott, was? Woher kennt er sich hier so gut aus? Sag mal, wer bist du denn eigentlich? Tür zu? Nix. Nein, wir haben die Tür nicht zugekriegt. Der Bait, Leute. Das Ding kommt. Jawohl. Husref, nach oben. Husref, komm mit. Ich weiß, wo es hin muss. Hier rein, links. Husref. Zieh durch, Bro. Zieh durch. Okay, ich hab das Teil. Ich weiß, wo es hin muss. Es kommt. Es ist gleich da. Ich hoffe, keiner wurde geschnappt. Ah, schwierig. Ich weiß, wo das Teil hin muss. Das ist ein Laserbohrer, Leute. Der Laserbohrer, der muss hier ran. Jungs, wir müssen uns gut aufteilen, ne? Ja. Das ist natürlich dämlich gewesen. War einfach unnötig, Leute. Hätte man sich sparen können. Lila, wir können jetzt hier eine ganze Menge machen. Okay. Der orange Schlüssel, Jamie, der ist für den Keller gewesen. Perfekt. Er macht sie auf den Weg. Spaß, Bruder, du musst nach oben. War ein Witz. Was hast du gefunden, Jamie? Schreib's mir bitte. Ich muss es wissen. Oh! Wie hab ich das gemacht? Wie bin ich da gerade rausgekommen? Ich hab mich so erschrocken. Okay, das Viech kommt. Nein, Jamie. Oh. Es könnte schwer werden, wenn wir gleich als Tausendfüßler spielen, als Purple sozusagen. Hier! Da war das Schloss, Jamie. Merkt ihr das? Das Schloss war da drüben. Okay, wir müssen uns aufteilen, ne? Wir haben sonst blöde Positionen. Wir müssen uns gleich aufteilen. Ich muss mir hier einmal den lila Schlüssel rausziehen. Hab ihn. Alright, Jamie. Let's go. Wir teilen uns auf. Komm mit. Er weiß nicht, wo wir sind. Wir haben zwei Schlösser aufzumachen. Hier. Jamie, Mann, bist du blind? Sehr gut. Wow! No, 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 no,
No. Okay, okay. Nein, da hinten ist ein Hammer. Jamie, ich brauche den Hammer hier oben. In der Stube. Wenn du hier wieder reinkommst, in diesen Main Room. Der Hammer muss nach oben, perfekt. Jamie, komm. Geh nach geradeaus, Hammer einmal durch. Oh, wobei, ja doch, das schaffst du locker, das schaffst du locker. Wir müssen weg. Das wird nichts. Wir haben noch eine andere Tür. Zu öffnen. Oh, es wird wirklich richtig knapp, Leute. Mach die verdammte Tür auf! Was ist hier? Ich brauch den Hammer hier oben, Jamie! Die Schlüsselkarte ist hier oben! Wir müssen rein mit dem Hammer. Wir müssen mit dem Hammer das Glas kaputt machen. Komm schon. Komm schon, wo bist du, Bro? Okay, wir haben einen guten Spot. Die Spinne muss da stehen bleiben. Wir haben einen guten Spot. Da ist sie. Da ist der Tausendfüßler. Jamie, komm mit. Lass mich das machen. Ja. Oh. Jamie, komm mit. Ich habe eine Idee. Hallöchen. Komm schon. Verdammt. Nein. Jamie ist dead. Und oh, du hättest den Hammer tauschen sollen, Bro. Jetzt weißt du nicht mehr, wo der ist. Alter, ich habe nur noch 2 Minuten. Dieses Ding wird mich so töten, Mann. Oh, Leute. Jamie war die einzige Rettung. Er hätte tauschen sollen. Ich bin mir sicher gewesen, ich hätte es machen können. Jetzt habe ich den Salat. Leute. Du weißt halt einfach nicht, wo das Ding ist. Keine Ahnung. Ich muss ewig suchen. Das war's für mich. Ich bin lost in space. Ah, Bro. Also, Jamie, Digga, oh, riecht ihr das? Ich bin unten im Keller. Ich habe eine neue Tür gefunden. Jawohl. Ja, komm, wir haben ihn verarscht, ja. Jawohl, und rein. Mach das Ding kaputt. Yes. Tausch die verdammte Karte aus! Jawohl. Es gibt 2 Türen. Wir können aus 2 Ausgängen raus. Auf entspannt. Auf entspannt, Tarino! Tschüssi! Es gibt noch einen anderen Ausgang. Mach's gut! Oh, Leute. Nicht mehr viel Zeit. Ja! Das ist auch der andere Ausgang! Wir sind raus! Hä? Was passiert jetzt? Ich bin ins Auto! Mach das Auto an! Mach das Auto an! Hey! Okay. Also. Hä? Du beschaffst! Egal! Das heißt, safe, ich hab gewonnen! Yes, Leute! Wir sind durch! Was war das bitte für eine knappe Runde? Schreibt's gerne in die Kommentare, Hashtag knapp, wenn ihr sagt, das war eine knappe Runde. Und wisst ihr was? Ich habe eigentlich Bock, auch nochmal als Tausendfüßler zu spielen. Also würde ich sagen, drehen wir den ganzen Spieß mal um. Wir sind in der nächsten Runde, Freunde. Und jetzt wird's Zeit, dass wir mal der Tausendfüßler werden, damit ich den Leuten mal zeige, wie das geht. Und ja, was macht der Parasit? Da hänge ich irgendwie mit meinen lila Füßen und der guckt hier nochmal so durch die Gegend. Ja, jetzt beiß mich endlich. Perfekt. Auf entspannt. Oh Gott, ich wurde gebissen. Eine Stunde später. Wir sind, by the way, Profis in dem Spiel. Ich habe das schon mal gezockt, Leute. Und ich habe übel rasiert. Und ich glaube, die Leute wissen gar nicht, auf was die sich hier eingelassen haben. Es geht los. Ich hab schon richtig Bock, richtig groß und lang zu sein. Wir können uns sogar so mäßig fallen lassen, ja? Der Tausendfüßler hat Hunger. Entenhausen. Die wissen halt, wie es läuft, ne? Die Leute sind schon warm. Deswegen denke ich mal, bei denen geht richtig gut. Moin, Jamie. Was geht, Bro? Wollen wir noch mal reden? Jamie, ich hab kostenlosen Kuchen. Jamie. Kostenloser Kuchen, Jamie. Jamie, ich hab hier kostenlosen Kuchen, ist das klar? Jamie, kostenloser Kuchen. Hä? Habt ihr das gesehen? Was war denn das gerade für eine Aktion? Ich hab mich einfach rübergeböllert.
Ah ja, okay. Und Hus. Was? Rainbow! Oh, Leute, der ist fast wieder er hat echt Pech in dem Spiel, ne? Also, Bro, das tut mir leid, aber ich musste mich quasi vergrößern. Hallöchen! Hi! Oh Gott, Leute. Sie haben mich wieder erwischt, ne? Moin, Ente! Alles fit bei dir? Ich hab Bock auf Ente süß-sauer. Hey Leute, wir werden uns jetzt mal... Was? Wie zur Hölle hat er das überlebt? Frage ich mich. Wir warten hier oben, Leute. Wir warten hier einfach. Hallo! Moin, Ente! Oh, ich weiß nicht, ob er sich erschreckt hat, aber ich werde mir hier irgendeinen von denen schnappen. Da bin ich mir ganz sicher. Oh, Ente hat jetzt ein Problem, glaube ich, oder? Ente hat jetzt ein Problem. Ente, du hast jetzt ein Problem. Oh, verdammt. Ente hat mich ausgetrickst. So ein Ding ist das nämlich. Okay, Leute, ich habe noch 7 Minuten. Die Jungs verlieren auf jeden Fall ordentlich Zeit. Und ich würde mal sagen, ihr braucht die Sachen hier, oder? Oh, Melina. Hallöchen! Verdammt, Mann, warum sind die denn alle so schnell? Okay, sie will's auf die Tour. Kein Problem, Leute. Ja, alles klar. Nein, 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 nein! Warum? Mann, dieser Tausendfüßler ist doch dämlich! Ey, ich habe so einen guten Play gemacht, Leute, und dann sowas. Oh. Oh. Hä? Ach ja. Husre. Hey! Das ist Gamebetrug! Nee, dich esse ich jetzt sowas von auf. Das war's für dich. Lecker. Oh ja, das gefällt mir gut. Na? Entenhausen! Moin! Okay. Oh, das ist jetzt nicht gut, ne? Wir müssen jetzt mal gucken. Die müssen sich ja echt ein bisschen beeilen. Also es wird langsam zeitlich ziemlich knapp. Denn die Rätselvielfalt ist einfach noch zu groß. Hey! Dieses Mal nicht! Dieses Mal, Mann! Oh, Leute, das ist richtig schwer, Mann. Ey, wild. Ich komme da einfach nicht ran. Wir gehen hier hoch. Und Jamie! Hey, nee. Moin, Ente. Moin, Ente. Mensch, Ente. Was machst du da, Warten ab. Jamie, ich warte auf dich. Jamie, lauf doch nicht weg. Hä? Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nichts mehr machen, hä? Was ist das denn? Ich kann nicht mehr bewegen, Mann. Oh nee, Leute, ich glaube, es buggt. Oh nein. Gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Oh nö. Hahaha, netter Versuch, ihr verdammten Hunde. Ich muss sie natürlich auch ein bisschen trollen, das ist klar. Aber leider hat das nicht ganz geklappt, ey. Man muss da wirklich eine Assassine sein, damit das gut hinhaut, ne? Aber sie sind gleich tot. Also, wenn die sich nicht beeilen, sich nicht was einfallen lassen, dann schwierig für die. Wo sind die? Ah, oh, da ist mir jemand in die Arme gelaufen. Na, lecker Schmecker. Und da ist der nächste Körper an mir dran. Ich bin der Tausendfüßler. Mittlerweile habe ich jetzt schon den 4. Körper dran. Und die Jungs sind nur noch zu zweit. Wir haben den nächsten Spieler aus dem Game rausgenommen. Und mal gucken, was da jetzt noch so möglich ist. Moin, Jamie. Alles klar bei dir, Jamie? Ich tu doch nichts. Jamie, ich will doch nur spielen. Ey, Ente. Also ganz ehrlich, Digga, du bist immer auf Zack. Junge, ich mach dich jetzt. Ich hol dich. Das wird jetzt meine Lebensaufgabe. Du wirst jetzt sterben. Hallo, Ente! Wie knapp war das bitte gerade? Okay. Gehen wir mal hier hin.
Entenhausen, Entenhausen. Oh, sie haben noch 1 Minute 50, Leute. Das wird dieses Mal leider kein Knockout durch mich. Vermute ich zumindest. Aber ja. Moin, Ente! Ah, so gefährlich gewesen. Ei, Leute. Die müssen hier oben das Ding noch kaputt machen. Die haben noch 50 Sekunden. Ist Ente der Einzige, der noch hier ist? Das kann echt sein, ne? Ich weiß nicht, wo er ist. Ich weiß nicht, wo die Ente ist. 30 Sekunden noch. Leute, das war's. Ich würde sagen, das packt er definitiv nicht mehr. Endlich habe ich Ente gegessen. Ja. Oh, es ist einer rausgeflogen. Wir sind fertig. Also wir hatten tatsächlich nur noch... Ah, das ist natürlich schade, dass nur noch Ente da war, ne?